Willkommen zurück zum Let's Play Alan Wake. Immer noch nachkommentiert, beziehungsweise weiterhin. Und diesmal erledigen wir ihn. Den netten Besessenen, der uns das letzte Mal so schön heruntergeschmissen hat. Diesmal haben wir ihn runtergeschmissen. In die Hütte können wir leider nicht gehen, wie ich gerade festgestellt habe. Aber wir folgen einfach dem Weg weiter. Immer noch komische Fernseher, die uns entgegenkommen, wie es generell der Fall ist bei den Extra-Kapiteln. Ja, diese bösen Fernseher. Fernseher? Fernseher? Fernsehers? Na. Ja, das hier ist eine meiner Lieblingsstellen. Super, super doll, toll finde ich die. Erstmal hier gekonnt daneben gesprungen. Ja, ich kann sowas. Ich kann sowas sehr gut. Ich sollte demnächst mal Jump'n'Run-Spiele spielen. Das wird, glaube ich, sehr verzweifelnd für mich. Diesmal habe ich beschlossen, dann auf das Bett zu springen, was auch funktioniert hat. Also auf dieses elegant gemachte Doppelbett. Da war meine Frage, wohin als nächstes? Ah, da ist ein Weg. Okay, dann gehen wir da dahin, springen und abstürzen. Oh Mann. Ja, das ist so typisch ich, ne? Und diesmal als Brücke wählen wir wieder das Bett. Elegant und gekonnt draufspringen, das klappt ja wunderbar. Durch das Drehen verschiebt sich das immer so ein bisschen, dass man den Weg nicht komplett anleuchten kann. Und jetzt warten, warten, warten. Oh, springen und wieder daneben. Mache ich irgendwie gerne. So, jetzt hier. Jetzt muss es aber klappen. Und wieder auf das Bett. Ein bisschen warten, bis wieder der Weg freigemacht ist. Und jetzt warten, warten. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und jetzt habe ich registriert, dass es zu spät war. Also drehe ich hier jetzt nochmal eine extra Runde. Ach, ist die Gegend schön. Ist das toll. Aus Langeweile mache ich hier irgendwelche Brücken noch frei. Klar. Da fiel mir dann auf, dass der Revolver ja noch gar nicht mal wieder nicht geladen war. Das dauert so lange, bis man da wieder hinkommt. Und jetzt wieder warten. Noch nicht. Noch nicht. Und springen und gekonnt an den Bettpfosten da hängen bleiben. Oh Mann. Ach ja. Wo ich im letzten, also im ersten Extra-Kapitel ständig an der einen Stelle verreckt bin, weil halt die echt richtig blöd ist, stütze ich hier als ab, weil das auch mal wieder... Ach so, so, so. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber hier, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Nach wie viel Abstürzen? Keine Ahnung. Die ist ein bisschen, also für mich ist die blöd. Aber ich glaube, ich bin auch in Jump'n'Run-Spielen nicht so gut. Und hier oben erwartet uns, ja, so ein Zugwaggon, wie wir das kennen von dieser Holzfabrik. Ja. Und natürlich bleibt es hier auch nicht aus, dass wir von irgendwelchen besessenen Gegenständen attackiert werden. Und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit versuchen, dort das Wort Stein frei zu machen, bis ich gesehen habe, ah, von dem Stein, den ich jetzt gerade freigemacht habe, komme ich zu dem anderen Stein. Und jetzt sind wir in so einem Tunnel, das sehr vertrauenserweckend aussieht, vor allem mit dieser komischen Kettensäge da drin, ne? Hinter uns ist nix. Konzentrieren Sie sich auf den Leuchtturm. Wenn Sie ihn erreichen, finden Sie die Hütte. Ein paar Materialien sammeln. Man kann nie genug davon haben, außer das Spiel sagt, ja, Gegenstandslimit ist erreicht. Aber jeder Schritt bringt Sie näher. Wenn Sie durch
durchhalten, können sie die Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Ja, da dachte ich erst, ich würde irgendwie, jetzt wenn ich weiter geradeaus laufe, direkt abstürzen. Hab nach Wörtern geguckt und dann gesehen, ah, da ist so ein kleiner Vorsprung. Und jetzt da ich wusste, womit ich es über diesen hatte, Baum balancierend die und weitergehen. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Aber ehrlich gesagt, warum sollte sie sich noch drum scheren, normal zu wirken? Zane hat doch schon oft genug gesagt, dass dieser Ort nicht mehr so ganz normal ist und sich ständig wandelt und. Ja, bei diesen Rollen war ich etwas skeptisch. Deswegen habe ich die jetzt nicht direkt angeleuchtet und ja, jetzt kriegen wir ganz, ganz, ganz viel Besuch. Und da hat zufälligerweise die Rollen aktiviert, denn... Ah, dafür sind die gut. Sollte ich mir vielleicht zunutze machen. Nur hier würde es nicht wirklich viel bringen, weil hier jetzt gerade keine mehr auftauchen. Ja. Da sollte ich besser nicht lang gehen. Da waren wirklich so Rollen, aber ich glaube, ein direkter Weg führt da lang nicht. Deswegen bin ich ja jetzt hier weitergelaufen, weil ich dann gesehen habe, okay. Und siehe da, ganz viele Gegner. Ganz viele Gegner. Und jetzt hier. Ich mache das, die Abstürze wieder gut. Das ist Können. Wenn ich sonst wo nicht kann, dann kann ich das wenigstens hier. Aber keine Sorge, ein weiterer Fail lässt nicht lange auf sich warten. Ich habe mich hier an den Stellen ein bisschen zu lange umgesehen. Und dann konnten die schon ein bisschen zu nah kommen, bevor ich das Rollen generell dort aktivieren konnte. Und dann ständig dieses Nachladen, was mich noch ein bisschen aufgehalten hat. Dann diese liebevollen Streicheleinheiten von meinen Gegnern. Und ich habe auch keine Ahnung warum, aber ich hatte plötzlich die Schrotflinte ausgerüstet. Oder die Pumpgun, ja. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich aus Versehen das Rädchen zu weit gedreht. Wenigstens hat das so eine leichte Streufunktion. Eine leichte, das ist gut. Gut gesagt. Eine ganz schöne Streufunktion. Sodass dann doch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mehrere auf einmal trifft. Ist dann doch höher. Na, kommentiere ich es schon, ne? Kommentiere ich es nach, so rum. Und ich rede trotzdem wirres Zeug. So Konzentrationsmangel bis zum geht nicht mehr, habe ich das Gefühl. Zumindest teilweise. Ich hoffe ja auch, dass das Nachkommentieren nicht allzu schlimm ist, aber zeitlich ist es echt nicht anders machbar. Habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gesagt, oder? So, jetzt wieder hier ganz, ganz behutsam über diesen Stammbaum. Natürlich jedes Mal in der Hoffnung, dass man nicht in solchen Momenten angegriffen wird, ne? Das wäre ja richtig fies. Das hat mich schon gereicht mit dem besessenen Gegenstand. Wenigstens hat er sich schnell in Luft aufgelöst. Da ist das nicht so, ja, das keine Munition verbrauchen und ja, nicht die Gefahr, dass man doch wieder abstürzt. Das war ein bisschen seltsam gewesen. Da war ich ein bisschen irritiert. Also, ich wusste jetzt nicht, ob ich da rein soll. Ich habe versucht, das irgendwie anzuleuchten. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Deswegen habe ich mich erstmal weiter umgesehen, weil da ja noch Feuerwerk stand. Und endlich Munition an Leuchtfackeln. Hätte ich später gerne nochmal gehabt, weil später wurde es echt rar. Mich überall umgesehen und irgendwie, ja, gab es keinen anderen Weg. Also dachte ich erst hier, ich könnte da hoch bei diesen Stämmen da, aber das ist eigentlich nur so eine Abgrenzung. Also muss ich wirklich hier bei dem. Und ja, ich habe mein Glück versucht, mit einer Leuchtfackel reinzuwerfen. Und das hat wirklich funktioniert. Yes! Bei meinem Glück habe ich damit eigentlich gerechnet, dass das oben irgendwie liegen bleibt. Aber gut, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja unendlichen Vorrat an Leuchtfackeln hier gehabt. Deswegen nehme ich mir auch gleich die verbrauchte wieder mit.
und gehe da mal ins viel zu hell gleißende Loch, wo viele Fernseher sind. Und dein Einkaufswagen. Und der Rest ist vertrauenserweckend bis zum Gehtnicht, muss ich sagen. Ist auch ein bisschen komisch, auf diesen Dingern da rumzulaufen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die da drinne sind. Und weiter geht's abwärts. Ja, jetzt spring rein. Los, los. Brav. Ja, da war ich mir auch erst nicht sicher, wo ich lang gehen sollte. Und bin dann doch den Weg lang gegangen, den der Weg mir nicht versperrt. Und ja, man hört's schon. Man hat es schon gehört. Irgendwo ist ein Kettensägentyp, aber bis jetzt sind nur die mit den, diese Jogger und da ist der Kettensägentyp. Da ist der Kettensägentyp. Ich würde den, also, Leuchtfackel mache ich nur, damit ich nicht plötzlich überrascht werde. Und wir den Pumpgang aus Versehen ausgerüstet, oder habe ich die absichtlich ausgerüstet? Zu dem Zeitpunkt weiß ich es nicht mehr. Oh, eine coole Szene. Man hört die Axt, wie die er werfen wird. Und, ja. Und jetzt habe ich erstmal meine Ruhe. Und es geht wieder eine Etage tiefer. Ich gucke immer sehr vorsichtig rein, weil ich nicht das Problem haben will, dass ich plötzlich hier irgendwie nicht hätte reingehen sollen und dann plötzlich tot bin oder so. Wake musste durch ein Labyrinth laufen. Sinnlos im Kreis. Oh, das ist auch eine extrem coole Stelle. Sehr verwirrend und löst auch eine gewisse Panik in einem aus. So auf die Art, oh, hoffentlich schaffe ich das rechtzeitig, weil das ist jetzt irgendwie so ein Raum nach dem anderen angehängt. Mal von seiner Wohnung, mal von diesem Studio, mal von irgendwas anderem. Und das Ganze bewegt sich die ganze Zeit wie so in so einem Riesenrad, finde ich. Nur, dass da halt die Waggons Zimmer sind und ja, dass das sich halt auch nicht so auf einer Ebene bleibt. Auf einer Ebene, kann man das sagen? Ja, hier komme ich jetzt irgendwie nicht mehr raus. Habe ich erstmal noch ein bisschen gewartet, beziehungsweise erst versucht, ob ich hier irgendwo hochkomme und dann gewartet, bis es eine sich ein bisschen aufgerichtet hat, sodass ich da irgendwie rüber konnte. Und ja, da war ich jetzt auch ein bisschen irritiert. Ja, das wird immer steiler. Ich wusste nicht, wie weit ich da jetzt gehen soll. Ich weiß auch nicht, was das für ein Geräusch ist, also die ganze Zeit. Keine Ahnung, aber bin jetzt hier am Geländer hängen geblieben. Das Teil hat sich ist auch stehen geblieben, keine Ahnung. Und, da bin ich. Ich springe da rein. Ja, klar, ich springe da jetzt auch rein. Natürlich. Warum auch nicht? Ah, der Pfeil zeigt dorthin. Ach komm, was habe ich zu verlieren? Das ist echt cool gemacht. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil es sich in die andere Richtung bewegt. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich meistens dabei, irgendwo runterzurutschen. Und da ich jetzt relativ sogar an der Stelle jetzt erstmal stehen bleiben werde, um mich ein bisschen zu erholen, weil das doch ja durch den Sprung ins Wasser doch recht angegriffen wurde, mein Leben, sage ich dann hier an der Stelle, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss, eure Tai.